Lena, was macht sie da? Es sieht aus, als wären sie auf irgendwen wartet. Ein Clown? Sie kennt ihn. Und mit dem Keks hat er sie vermutlich betäubt. Das Mädchen hat den Mörder der eigenen Großeltern ins Haus gelassen. Also die beiden wurden vermutlich im Schlaf erschossen aus nächster Nähe. Und das Kissen hat wahrscheinlich als Schalldämpfer gedient. Mann, was für eine Skrupellosigkeit. Oder Hass. Guck mal hier, Micha. Der ganze Schmuck, das ist doch sicher einiges wert. Und das ist alles noch hier. Das heißt, dem Täter ging es tatsächlich nur noch um eins. Leonard Schöller und seine Frau Michaela zu töten. Warte mal, wann ist er rein? 0.20 Uhr. Schauen wir doch mal, wann er wieder rauskommt. Dann haben wir den Tatzeitraum. Stell dir vor, du bringst dein Kind zu deinen Schwiegereltern, um es da übernachten zu lassen. Und dann willst du es abholen und findest die beiden Leichen. Und dein Kind liegt wie tot im Bett. Wer auch immer in diesem Clownskostüm gesteckt hat, er muss die Kleine und ihre Mutter beobachtet haben. Sonst hätte er ja nicht gewusst, wann das Mädchen hier bei ihren Großeltern ist. Aber was es mir nicht in den Kopf geht, wie bringst du ein 6-jähriges Mädchen dazu, nachts aufzustehen und dich mit einem Clown zu treffen? Und das auch noch zu einer bestimmten Uhrzeit? Ja, sag du's mir. Du hast ja 3 Kinder. Ja, und genau deshalb verstehe ich's ja nicht. Hier, 0.47 Uhr, da kommt er wieder raus. Der war eine halbe Stunde hier drin. Was hat denn der gemacht? Hoffentlich nicht das, was ich denke. Stamm? Ah ja, hallo Frau Doktor, danke für den Rückruf. Und wie geht's der kleinen Lena? Ah, verstehe. Wurde sie misshandelt? Oh, was ein Glück. Sagen Sie, ist die Mutter noch bei Ihnen? Können Sie ihr bitte ausrichten, dass ich mich nachher mit ihr zusammen bei ihr zu Hause treffen möchte? Dankeschön. Tschüss. Lena wurde nicht missbraucht. Ihr geht soweit auch ganz gut. Sie wurde aber tatsächlich betäubt und steht auch immer noch unter Überwachung. Wie ich diese Typen hasse, die sich an Kindern vergreifen. Ich dachte, sie ist tot, als ich sie da so leblos gesehen habe. Das muss ein Schock für Sie gewesen sein. Übernachtet Lena öfters bei ihren Schwiegereltern? Ja, als mein Mann beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, seitdem unterstützen sie mich bei der Betreuung. Und erst stirbt ihr Papa und dann Oma und Opa. Wie soll ich ihr das denn erklären? Das ist natürlich unglaublich schwer. Das kann Ihnen leider auch niemand abnehmen. Ich müsste Ihnen dann noch etwas zeigen. Es ist ein Video von den Überwachungskameras bei Ihren Schwiegereltern aus der Tatnacht. Okay. Man sieht darauf, wie Lena einem Clown die Haustür öffnet. Was ist denn das für ein Clown? So wie es aussieht, kennen die beiden sich. Aber Lena hat nie was von einem Clown erzählt. Und die Puppe? Die Puppe kenne ich auch nicht. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Micha, wenn du noch am Tatort bist, guck doch mal nach dieser Puppe aus dem Video. Wie heißt du? Hallo, Emma. Jo, Donny, ich hab sie.
ist eine Smart-Puppe. Alles klar. Danke dir. Wir haben die Puppe gefunden. Es handelt sich dabei um eine Smart-Puppe. Eine Smart-Puppe? Was ist das? Das ist eine Puppe, auf die kann man über einen Computer oder ein Handy zugreifen und so Kontakt zu zum Beispiel Lena aufnehmen. Man kann sie hören, sehen und sogar mit ihr sprechen. Und vielleicht hat der Täter sie darüber manipuliert und benutzt. Also Sie wollen mir jetzt sagen, dass meine Tochter beobachtet worden ist und dieser Typ nicht nur ein brutaler Mörder ist, sondern auch noch ein Pädophil oder was? Das muss nicht unbedingt sein. Wir müssen jetzt rausfinden, wer dieser Clown ist und woher Lena die Puppe hat. Ja, ich rede mit Lena. Gut. Gibt's eigentlich sonst noch Verwandtschaft? Nur Amelie, Nikos Schwester. Weiß sie Bescheid? Keine Ahnung, wir haben seit 12 Jahren nicht gesprochen. Sie hat den Kontakt zu uns und ihren Eltern abrupt abgebrochen. Wissen Sie warum? Keine Ahnung, Amelie war immer ein Tabuthema für meine Schwiegereltern. Hallo. Hallo. Wie viele Eier brauchen Sie? Darum geht's leider nicht. Stammen von der Kriminalpolizei. Basti, kommst du mal bitte? Die Kripo will was von uns. Das ist Bastian Häuser, mein Mann. Hallo, stammt von der Kripo. Es geht um Ihre Eltern. Sie sind letzte Nacht Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Es tut mir wirklich sehr leid. Das braucht Ihnen nicht leid tun. Für mich sind die schon seit 12 Jahren tot. Warum da falsche Traurigkeit heucheln? Also das sind sehr harte Worte den eigenen Eltern gegenüber. Was ist denn damals passiert? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Wo sind Sie letzte Nacht gegen Mitternacht gewesen? Ist das jetzt Ihr Ernst? Sie verdächtigen mich. Ich muss Sie das fragen. Ich war im Bett. Ich habe geschlafen, neben meinem Mann. Wenn es das dann war, Wiedersehen. Wiedersehen. Sie wissen, was damals passiert ist, oder? Ja, ich weiß es. Aber es steht mir nicht zu, Ihnen das zu sagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss nach meiner Frau sehen. Hey, Micha. Ja, also sie war nicht wirklich schockiert darüber, als sie vom Tod ihrer Eltern erfahren hat. Aber ich weiß nicht, ob sie das gewesen ist. Warum sollte sie jetzt auf einmal nach 12 Jahren ihre Eltern umbringen? Egal, was damals passiert ist. Hass ist ein starkes Motiv. Und dazu kommt noch eine schöne Summe von der Erbschaft. Wer weiß, vielleicht braucht der Hof eine Finanzspritze. Das stimmt natürlich auch wieder. Vielleicht hat sie doch heimlich Kontakt mit den Eltern aufgenommen. Lass uns den Bekanntenkreis des Opfers befragen. Vielleicht wissen die ja was. Hoffentlich, weil mehr als eine Puppe und ein Video von einem Clown haben wir nicht. Wen magst du denn am liebsten? Die Dani, den Michael und den Robert. Das sind ganz, ganz tolle Kollegen. Du, sag mal, magst du den Philipp? Ja, kommt ganz drauf an. Aber er darf trotzdem wieder reinkommen. Hey! Mein Lieblingskollege. Ist klar, Lieblingskollegin. Krass, wie das funktioniert, oder? Erschreckend, wie einfach das geht. Aber verdammt clever, Lena auf die Weise zu manipulieren. Probier's mal selber aus. Super easy. Brauchst kein Passwort, gar nichts. Muss einfach nur in Bluetooth-Reichweite sein. Boah, gruselig, wie einfach man damit in die Kinderzimmer kommt. Und in die Kinderpsyche. Die Bundesagentur hat eine ähnliche Smart-Puppe mal verboten. Sag mal, wer kauft sowas? Eltern, die ihre Kinder überwachen wollen? Ja. Fakt ist, kaum einer weiß, wie gefährlich die Dinger wirklich sein können, weil es meist ungesicherte Verbindungen sind. Um quasi live bei Lena zu sein, musste sich der Täter einfach nur in Bluetooth-Reichweite befinden. Wie weit reicht so eine Verbindung? Na ja, circa 100 Meter. Ja? Oh, hey Michael, wo steckt ihr? Haben gerade mit einigen Bekannten des Opfers gesprochen. Hat uns leider nicht weitergebracht. Gibt's irgendwas Neues von der Puppe? Ja. Wenn der Clown nicht in unmittelbarer Nachbarschaft gewohnt hat, dann muss er sich in der Nähe des Hauses aufgehalten haben, um Lena zu beobachten oder mit ihr zu reden. Okay, dann hören wir uns noch mal in der Nachbarschaft um. Dann hoffen wir mal, dass wir morgen schlauer sind, wenn Dani mit dem Mädchen gesprochen hat. Alles klar. Bis dann. Sag mal, stimmt irgendwas nicht mit dir? Warum? Alles gut. Lena, schau mal, wir haben Besuch.
Hi, Lena. Du, ich bin die Dani. Darf ich mich zu dir setzen? Oh, danke dir, das ist lieb. Ich habe gehört, du vermisst deine Puppe Emma so sehr. Ich soll dir von ihr sagen, sie vermisst dich auch, aber es geht ihr gut und sie kommt bald zurück zu dir. Spricht Emma auch mit dir? Ja, macht sie. Und sie hat mir sogar von dem Clown erzählt, der dir Emma geschenkt hat. Woher kennst du den denn? Der stand einfach so im Garten. Und wie lange ist das her? Noch nicht so lange. Und ist er öfters zu dir gekommen? Gestern Abend das letzte Mal. Er hat mir sogar einen Keks gegeben. Ach, das ist ja nett von dem Clown. Kannst du denn sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war? Nein. Nein. Guck mal, ich habe hier ein Foto. Kennst du diese Frau? Nein. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ich geh spielen. Danke dir, Lena. Ich komme auch gleich, ja? Sagen Sie, ist Ihnen vielleicht irgendjemand aufgefallen? Hier im Haus oder im Haus Ihrer Schwiegereltern, der Sie ausspioniert hat? Nee. Aber wegen dem Foto, glauben Sie, dass Amelie Ihre Eltern ermordet hat? Naja, aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Ich wollte Ihnen noch sagen, ich habe Amelie vor ungefähr einem Monat gesehen. Sie ist nicht mehr zur Beerdigung ihres Bruders gekommen, aber dann stand sie plötzlich bei seinem Grab und hat geweint. Haben Sie mit ihr gesprochen? Ja, nicht wirklich. Es war ihr offensichtlich unangenehm, dass sie mich dort getroffen hat. Aber wir haben uns kurz über Nico unterhalten und ich habe ihr ein Foto von Lena gezeigt. Und ja, es war irgendwie seltsam. Was denn? Ja, als ich gesagt habe, dass ihre Eltern sich so lieb um Lena kümmern und dann ist sie kreidebleich geworden, hat mich nur angestarrt und ist weg. Also wirklich komisch. Micha, ich bin's. Bist du noch am Tatort? Okay, ich komme bald zu dir. Das erzähle ich dir dann. Ciao.